Ja, liebe Gäste, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres heutigen Webinarangebots, ich freue mich sehr, dass Sie und ihr bei dem Bombenwetter, das wir draußen haben, 30 Grad und Sonne wahrscheinlich in ganz Bayern und ganz Mitteleuropa, glaube ich, zurzeit, Zeit nehmen für unser Webinarangebot. Wir haben ja schon eine ganz lange Serie jetzt, über 1,5 Jahre mit verschiedenen verkehrspolitischen Themen. Mein Name ist Markus Büchler, ich bin Sprecher für Mobilität der Bayerischen Landtagsfraktion der Grünen und freue mich sehr, dass wir heute einen sehr hochkarätigen Ehrengast, muss ich sagen, hier haben, das protokollarisch hochrangigste bis jetzt, nämlich einen Staatssekretär aus Berlin, Ingmar Strese. Ingmar Strese ist Staatssekretär von Regine Günther in der Regierung von Berlin, Senatorin Regine Günther. Er ist dort seit 2018 Staatssekretär für Verkehr in der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Ingmar Strese war zuvor schon in den unterschiedlichsten Funktionen, sowohl bei der Grünen Bundestagsfraktion beschäftigt und tätig und in verschiedenen anderen staatlichen und politischen Funktionen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du, lieber Ingmar, dir heute Zeit nimmst, uns mit einem Referat zum Thema Fußverkehrsgesetz in Berlin, Mobilitätsgesetz, ja, eine Nachhilfe sozusagen zu geben bei uns in Bayern, denn wir sind sehr, sehr weit davon entfernt, ein Mobilitätsgesetz zu haben. Bei uns ist Mobilitätspolitik leider überwiegend Straßenbau nach wie vor in unserem großen Flächenland. Ich komme gerade unmittelbar aus der Verkehrsausschusssitzung im Bayerischen Landtag. Ich war halt online zugeschaltet, um jetzt auch rechtzeitig hier zu sein. Und es ist immer wieder ernüchternd, wie ja, zäh und rückschrittlich teilweise die Verkehrspolitik in Bayern ist. Umso ja, mehr schauen wir mit großen Augen nach Berlin, in die Bundeshauptstadt, was unter grüner Regierungsbeteiligung dort, wie natürlich auch in anderen Bundesländern mit grüner Regierungsbeteiligung, möglich ist. Ein Mobilitätsgesetz und das jetzt noch ergänzt um ein Fußverkehrsteil, sogenannt sozusagen ein Fußverkehrsgesetz, wohl das erste. Und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, jetzt die Hintergründe zu erfahren und was da drin steckt und was man damit machen kann. Vielleicht ist ja das eine Anregung für uns in Bayern, zumindest mal für einen oppositionellen Antrag. Bitte, lieber Ingmar, du hast das Wort. Ja, herzlichen Dank, lieber Markus, und auch Glückwunsch an dich und deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter für diese gute Webinar-Serie. Ich habe mir das im Netz natürlich bei dir schon mal angeguckt. Ihr seid ja wahnsinnig aktiv und produktiv. Ich glaube, ihr könntet das tatsächlich noch konstruktiver in positive Verkehrspolitik ummünzen, wenn ihr demnächst mal an der Regierung beteiligt wäret in Bayern. Vielleicht als stärkste, vielleicht als zweitstärkste Partei. Muss ja nicht immer gleich die stärkste sein. Ich glaube, in Berlin merkt man schon, Grün macht den Unterschied. Das meine ich gar nicht auf mich, sondern das meine ich auf Programm, auf Koalitionsvertrag. 60 Jahre Verkehrspolitik durch die Windschutzscheibe, wie es bei euch immer noch passiert. Aber jetzt seit 5 Jahren ist tatsächlich die Verkehrswende eingekehrt. Und zwar mit dem neuen Mobilitätsgesetz, das seit 2018 formal gilt. Und für alle Bezirke, fürs gesamte Land und alle Beteiligten natürlich ein verpflichtendes Gesetz ist, um den Umweltverbund zu fördern, den Straßenverkehr eben nicht mehr zu fördern, Verkehrssicherheit ganz nach oben zu stellen, verschiedene Dinge noch mehr. Das macht natürlich dann auch in der gesamten Stadt einen Unterschied. Und es ist, selbst die CDU kann bei uns nicht mehr sagen, sie ist gegen die Verkehrswende. Sie ist auch für die Verkehrswende. Sie meint es ein bisschen anders als wir. Sicherlich sehr stark autozentrierter. Aber das ist schon tatsächlich, hat sich eine Menge getan, auch in der Mentalität in der Stadt. Sicherlich auch allein dadurch, dass wir eine Gesetzgebung hatten, die das ganze Verkehrswesen dann einmal verändert haben in der Ausrichtung. Kannst du noch mal zum Slide zurückgehen oder bleibst du hier? Ich habe noch so ein paar einleitende Bemerkungen zum Fußmobilitätsgesetz selbst. Nachdem wir 2018 dann den ersten großen Teil hatten mit allgemeinen Prinzipien, die ich eben schon mal kurz erwähnt habe, Klimaschutz, Umweltschutz natürlich auch noch mit dabei, und dann den ÖPNV und den Radverkehrsteil gleich als erstes mit verabschiedet haben, haben wir dann 3 Jahre später den Fußverkehrsabschnitt oder Teil dazu abgestimmt bekommen im Abgeordnetenhaus, sollte sogar ein Jahr eher sein.
lag zum einen an Pandemie, zum anderen aber auch daran, dass sich einer der Koalitionspartner dann doch sehr viel Zeit ließ mit der Beratung der Anträge, hat dann doch nicht letztlich so viel Änderung, aber tat sich mit dem einen oder anderen ein bisschen schwer, sei es drum. Insgesamt haben wir, glaube ich, einen guten Verkehrsabschnitt mit dem Fußverkehrsteil dann dazu bekommen. Auch der Fußverkehr wird damit offiziell als Teil dieses Umweltverbundes aus ÖPNV, Rad- und Fußverkehr auf eine Stufe gestellt. Wir sind, du hast es eben gesagt, Markus, das erste Bundesland mit solch einer gesetzlichen Regelung zur Förderung des Fußverkehrs. Und das ist auch für uns gerade in der Stadt, wo ja auch wahnsinnig viel verschiedene Verkehrsmittel unterwegs sind, die ganz quirlig ist, wird in München, Nürnberg und anderen Städten Bayerns wahrscheinlich auch vergleichbar sein, vielleicht nicht ganz so groß natürlich, aber trotzdem vergleichbar. Ein wichtiger Schritt vor dem Hintergrund, dass wir Elektro-Kleinstfahrzeuge haben, die Roller, die Fahrräder, die Leihräder, Mieträder, die hier und da im Weg rumliegen. Der Klimaschutz natürlich insgesamt, auch mit Fußverkehr, ist natürlich ein klimafreundliches Verkehrsmittel, in Anführungszeichen. Insofern, die Bedeutung des Fußverkehrs ist auch für uns eine sehr hohe. Jeder Mensch ist auch Fußgängerin oder Fußgänger. Der Fußverkehr selbst ist ein wichtiger Zubringer zum öffentlichen Personennahverkehr, mindestens in den Städten, manchmal auch auf dem Lande, je nachdem, wie weit man weg wohnt von der Haltestelle. Der Fußverkehr fördert natürlich Bewegung, Gesundheit, soziale Interaktion und ist natürlich sanft und umweltfreundlich als Fortbewegung. Und insofern ist Fußverkehrsförderung für uns auch, gerade in einer Großstadt, auch ein wichtiger Schritt hin zu einer lebenswerteren Stadt. Jetzt kommen wir zu der Folie, die du eben schon mal aufgelegt hattest, nämlich zum Beteiligungsverfahren. Wir haben in Berlin mit dem Mobilitätsgesetz ein sehr intensives Beteiligungsverfahren gestartet. Wir haben den Mobilitätsbeirat gegründet, auch per Gesetz gegründet, wo verschiedene Senatsverwaltungen, so heißen bei uns die Ministerien, für Verkehr drin sind, für Wirtschaft, für Bildung und Jugend, Stadtentwicklung. Aber auch die Bezirke, die 12 Berliner Bezirke, die relativ eigenständig in einigen Bereichen agieren, verschiedenste Verbände vom Behindertenbereich zu alternative Verkehrspolitik, Changing Cities heißt einer bei uns, VCD kennt ihr sicherlich alle auch, im Bayerischen Ländle, da kommt er glaube ich überhaupt her, ne? Der VCD, wenn ich es richtig erinnere. Und die Forschung ist mit drin und dieser Mobilitätsbeirat hat sich so eine Untergruppe gebildet, Dialog Fußverkehr, der dann 8, 9 Mal getagt hat und dann aus verschiedensten Verbänden oder Mitgliedern bestand, die sich ganz gezielt mit dem Fußverkehr gut auskennen, wie hier abgebildet der Verband Fuß e.V., die drei Regierungsfraktionen, natürlich der Verkehrsclub Deutschlands, die Senioren, Verbände für Menschen mit Behinderung, Blinden- und Sehbehindertenverband, Landeselternausschuss und Changing Cities. Wir haben da kannst du auch mal weitergehen aufs nächste Slide, dann nicht nur in Sitzungen zusammengesessen, sondern auch tatsächlich Stadtspaziergänge gemacht, um die Berollung sozusagen der Straße mit Rollatoren, mit Rollstühlen zu testen. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man es verändern sollte? Wo hakt es? Was sollte man verbessern? Hier auf dem Bild kennt ihr wahrscheinlich die meisten nicht oder vielleicht alle nicht, einige Abgeordnete, einige aus dem Ministerium, aus der Senatsverwaltung bei uns, aber auch Verbandsvertreterinnen und Vertreter. Das war eine ganz wichtige Erfahrung, direkt aus der Praxis dann zu erfahren. Und ich komme später nochmal mit ein, zwei Aspekten darauf, wie man Barrierefreiheit eigentlich verbessern kann. Insgesamt ist es also ein der wenigen Gesetzesvorlagen, die so eine intensive Beteiligung erfahren haben. Da sind wir auch ein Stück stolz drauf, zieht das manchmal hier und da auch ein bisschen in die Länge, aber unterstützt natürlich auch in der Breite die Zustimmung. Und zu diesem Fußverkehrsteil, wenn ich mich recht entsinne, haben wir, glaube ich, von den 6 Fraktionen, 5 waren dahinter, also CDU und FDP haben auch mitgemacht. Also insofern hat das auch breite Unterstützung in der Stadtgesellschaft letztlich erfahren. So, ich würde dann zur nächsten Folie gehen und die Kerninhalte mal vorstellen. So, eigentlich sind es 10 Eckpunkte, die wir im Jahr 2018 schon mal formuliert haben, die dann nachher Gesetzeswirkung entfaltet haben, nämlich direkte Wege herstellen. Ich gehe gleich auf einige Punkte nochmal ein bisschen detaillierter ein.
die Aufenthaltsqualität insgesamt verbessern, die Verknüpfung mit dem öffentlichen Nahverkehr zu stärken, aber auch die Kinderfreundlichkeit und Schulwegsicherheit im Fußverkehr fördern. Insgesamt natürlich Verkehrssicherheit, aber auch Barrierefreiheit fördern, auch Flächengerechtigkeit, nicht mehr fast alle Fläche den Autos, sondern mehr auch für zu Fuß Gehende, dann bestimmte Bereiche auch noch fußgängerfreundlicher gestalten und insgesamt natürlich zum Klimaschutz beizutragen. Und Öffentlichkeitsarbeit ist auch immer ein wichtiger Punkt bei uns, bei unseren Gesetzesvorhaben. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen, dann können wir zur nächsten Folie kommen. Hatte ich eben schon mal angedeutet, so die Reduktion von Umwegen und Wartezeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aus verschiedenen Städten, Orten, Gemeinden, ist eine Ampel, ist eine Kreuzung und irgendwie kommt man nur an drei Seiten drüber. Aber da, wo ich gerade rüber will, muss ich irgendwie totalen Umweg laufen, der hier in Rot dargestellt ist. Das gibt es in Berlin auch immer mal wieder, nicht viele, aber die nerven ganz schön, wenn man da mal vorsteht, egal ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Gut, Fahrrad geht meistens so, aber wenn man es irgendwie schieben will oder Kinderwagen oder so. Und das ist ein konkretes Ziel hier im Paragraphen 50 auch festgehalten, dass grundsätzlich an jedem Arm einer Kreuzung die Querung möglich sein soll. Das wird natürlich nicht schnipp jetzt in 3 Tagen der Fall sein. Das braucht ein bisschen Planung und Umsetzung, aber das ist das Ziel und dann orientieren wir uns. Neue Kreuzungen werden sowieso nicht mehr so gebaut und die alten werden Stück für Stück umgebaut. Das ist so ein Kernziel bei der direkten Querung. Wenn wir zur nächsten Folie gehen, haben wir einen verwandten Aspekt mit den Kreuzungen. Und zwar, ich stehe an einer Kreuzung und sie ist ein bisschen breiter, die Straße, habe vielleicht auch eine Mittelinsel noch, weil sie so breit ist, mit unterschiedlichen Richtungsfahrbahnen. Und will die aber gerne in einem Zug überqueren. Und irgendwie nach ein paar Sekunden ist die zweite Ampel schon wieder rot. Das wollen wir auch ändern. Wir wollen dazu beitragen, dass grundsätzlich auch breitere Straßen in einem Zug überquert werden können. Und zwar mit einer angenehmen Geschwindigkeit. In Deutschland gilt im Moment diese 1,2 Meter pro Sekunde. Wir in Berlin haben schon länger 1 Meter pro Sekunde. Dabei wollen wir auch bleiben. Was natürlich heißt, dass die Zeiten an einer Ampel neu sortiert werden. Für alle anderen sind dann ein bisschen weniger Wartezeiten. Oder insgesamt wird der Einumlauf in der Ampel größer, wenn die Fußgängerinnen und Fußgänger mehr Zeit bekommen. Wir finden es aber nur angemessen, weil das ein echter Nervposten ist in der Stadt, auf dem Lande möglicherweise auch. Aber da sind natürlich nicht so viele Ampeln. Man wird gedrängelt, man fühlt sich irgendwie auch gedrängelt manchmal von Autofahrenden. Das ist nicht schön. Und es soll ja, in der Stadt soll es ja auch lebenswert zugehen. Trägt natürlich auch zur Verkehrssicherheit bei. Rechnerisch verlängern wir damit natürlich die Grünphasen um bis zu 50%, weil man bisher 2 Drittel der Fahrbahn bei Grünbereich überqueren konnte. Jetzt künftig soll man es komplett schaffen. Dazu kommt auch noch, dass man über die sogenannten Blindentaster, sind so die orangen Apparaturen an vielen Ampeln, die Grünzeit auch noch aktiv verlängern kann an manchen Ampeln. Das haben wir heute auch schon, das wollen wir auch noch verstärken, sodass dann Menschen mit Behinderung, Blinde, die besonders langsam gehen müssen, eben auch komfortabel über die Kreuzung können und sich nicht gedrängt fühlen müssen, sondern angenehm vorbei über die Straße gehen können. Wenn wir zur nächsten Folie kommen, ist noch ein weiterer Aspekt, nämlich der Vorrang beim Queren von Ein- oder an Einmündungen. Genau, hier, so soll es natürlich nicht passieren, dass man Gehwegvorstreckung hat, dass das ist aufgemalt, sondern tatsächlich, dass man es vorbaut. Das haben wir schon viele in Berlin, das ist aber, wird auch mehr und mehr zum Standard, gerade auch bei neuen Wegen, Kreuzungen, dass wir da entsprechend die Vorstreckung haben, dass der zu querende Weg einfach kürzer ist und die Autofahrenden auch besser aufpassen, einfach besser sehen. Gehen wir ruhig noch mal eins weiter. Da haben wir dann die Variante, dass wir auf dem Bild rechts kann man es auch ganz gut sehen, künftig an Einmündungen von Nebenstraßen, die dann auf Hauptstraßen gehen, das weiße sind dann jeweils die Straßen, dass der Gehweg als solcher sehr deutlich farblich und auch vom Pflaster her durchmarkiert ist. Dass dann nicht klar ist, an der Stelle dort ist Straße, sondern an der Stelle ist erstmal Gehweg. Und das Auto hat sich dem nachzuordnen. Das ist, glaube ich, psychologisch auch ein wichtiger Effekt, wenn man dann mit dem Auto ranfährt an die Kreuzung. Auch das wollen wir umsetzen. Insgesamt, hier oben steht zwar noch auf der Folie ganz klein, wollen wir auch ein Fußverkehrsnetz entwickeln. Das soll 3 Jahre in Anspruch nehmen, die Arbeit dafür. Beim ÖPNV-Netz und beim Radverkehrsnetz braucht es auch ähnlich lange. Die Netze, die wir dann haben, die werden natürlich nach und nach dann auch miteinander verschnitten, damit es auch gut übereinander liegen kann.
Das sind dann bestimmte Vorrangnetze an bestimmten Straßen, gilt der Vorrang, dann sind dann die Gehwege noch ein bisschen breiter für den Fußverkehr oder die Ampeln dort werden viel schneller umgeschaltet, als es sonst normal der Fall wäre. Also umgeändert, die Schaltungen. Außerdem hatte ich eben schon mal erwähnt, haben wir jetzt keine Folie mehr dazu, können wir ruhig eben nochmal bei diesem Bild bleiben. Insgesamt Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der Verkehrssicherheit, zum Beispiel durch bessere Beleuchtung von Gehwegen und Radwegen an manchen Stellen, zu Recht, wird geklagt, schlecht ausgeleuchtet, liegt auch an teilweise alten Lampen, auch teilweise noch Gaslampen, die wir auch Stück für Stück gerade umstellen auf LED-Lampen, die auch deutlich heller sein können, sollen aber nicht so hell sein, vor allem nach oben strahlen, dass sie dann Insekten, Fledermäuse so ähnliches verdrängen, die wir alle auch in der Stadt haben bei uns. Wir wollen verstärkt Sitzgelegenheiten, Bänke, Parklets, wie auch immer, verschiedenste Möglichkeiten fördern, machen wir auch gerade finanziell, haben eine Ausschreibung für die Bezirke und insgesamt auch Räume schaffen, ist auch gesetzlich so festgeschrieben, in denen der Autoverkehr keine oder nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, sprich Aufenthaltsräume, Spielstraßen, Fußgängerzonen, Kiezblocks oder ähnliches. Auch da wollen wir mindestens ein Modellprojekt pro Bezirk, 12, oder auch 2 oder 3 pro Jahr fördern, so dass es auch stärker sichtbar wird im Stadtbild von Berlin. Berlin ist eine Stadt zum Beispiel, die hat sehr, sehr wenig Fußgängerzonen. Die kann man an weniger als einer Hand abzählen. Andere Städte sind da deutlich weiter. Und wir entwickeln uns gerade dahin. Und dazu soll auch das Fußverkehrsgesetz einen Beitrag leisten. Wenn wir zur nächsten Folie kommen, wollte ich nochmal zum Aspekt kinderfreundlicher Fußverkehr ein bisschen verstärkt eingehen. Ach so, stimmt, hatte ich eben ausgelassen. Bessere Führung an Baustellen ist auch wichtig. Das ist natürlich nochmal so ein Maximalbeispiel als Foto, dass man als Kind, als Erwachsener an bestimmten Baustelleneinrichtungen nur mit Mühe vorbeikam und kommt. Es gibt schon einen Leitfaden für Baustellen, den haben wir gerade erarbeitet, der sowohl den Radverkehr als auch den Fußverkehr entsprechend Vorgaben macht für die Einrichtenden von Baustellen, das Land, den Bezirk, ein Unternehmen, dass dort bestimmte Regeln einfach eingehalten werden. Platz, mit dass man nicht die Straße überqueren muss, dass die Gehwege, die da vorbeiführen, die Radwege breit genug sind und ähnliches. Haben wir Bezeichnungen unterlegt, untersetzt, sodass dann dort auch klar ist, wie das gemacht werden soll. Eben nicht so wie auf diesem Bild. Dann gehen wir nochmal weiter. Genau, da dachte ich, diese Folie käme eben schon, nämlich insgesamt Kinderfreundlichkeit, Schulsicherheit ist uns ein wichtiges Anliegen im Land. Da arbeiten wir auch mit der Schulverwaltung zusammen, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, mit dem Ziel, dass Kinder, Schülerinnen und Schüler selbstständig und sicher zu Fuß zur Schule gehen können, wenn sie es denn wollen, wenn ihre Eltern das möchten. Die beiden Verwaltungen, Schule und unsere Verkehrsverwaltung, wollen gemeinsam und werden gemeinsam ein Konzept zum schulischen Mobilitätsmanagement vorlegen. Und an Schulen, denen es zum Beispiel Probleme gibt mit der Schulsicherheit, weil sie schlecht gelegen sind, Straßen drumherum, werden Mobilitätsgremien mit Elternbeteiligung eingerichtet, auch das Kinder zur Schule bringen mit Autos und dann wild parken. Wird bei euch in Städten sicherlich auch hier und da der Fall sein. Auch das wollen wir mit solchen Gremien in den Griff bekommen, dass da die Zonierungen besser aufgeteilt werden, man idealerweise gar nicht mehr mit dem Auto kommen muss. Und eben auch bauliche und verkehrsrechtliche Maßnahmen im Schulumfeld sollen ergriffen werden. Insofern ein Bündel an Maßnahmen, weitergehen zu Schülerlotsen, aber auch bestimmte Gefahrstellen, die festgestellt werden, sollen aktiv entfernt werden, mindestens 10 pro Bezirk im Jahr, um dort einfach auch die Sicherheit zu erhöhen. Wenn du eine Folie weitergehst, wollte ich noch mal kurz was zur Barrierefreiheit sagen. Wir haben uns entschieden in Berlin, dass wir von dem bisherigen 3-Zentimeter-Board abgehen, der ja auch schon ein Riesenfortschritt ist zu sonstigen normalen Boarden, sondern hin zu Hindernissen, oder zu Gehwegen kommt, die quasi überhaupt kein Hindernis mehr darstellen. Nämlich diese Doppelüberquerung, Doppelquerung, Nullabsenkung haben wir da und eben taktiler Board, sodass auch Leute mit Rollator, für die manchmal sogar die 3 Zentimeter ein Problem darstellten, bequem jetzt auf den Fußweg oder auf die Straße kommen, je nachdem, in welche Richtung sie möchten. Übrigens ist auch wichtig, dass die Gehwegbreite für Barrierefreiheit, aber auch sonst
gut nutzbar ist, denn wir stellen fest, Berlin hat zwar relativ breite Fußwege, an den meisten Stellen so 3 bis 8 Meter, es gibt aber auch schmalere. Und dafür legen wir zum Beispiel fest, dass sich mindestens ein Rollstuhl mit einem Breitenbedarf von 1,10 Meter plus Sicherheitsabstand von ca. 25 Zentimetern und ein Kinderwagen oder 2 Rollstühle begegnen müssen. Das heißt, mindestens 2,50 Meter muss ein Gehweg breit sein, idealerweise breiter. Und er muss natürlich konsequent von Hindernissen freigehalten werden. Da sind wir wieder beim Thema Falschparker. Es ist echt eine Qual in Berlin und eine Pest, kann man fast sagen, wie wenig hier kontrolliert und teilweise geahndet und abgeschleppt wird. Falschparken auf Gehwegen, auf Radwegen, diese E-Scooter, die Elektro-Tretroller, aber auch Mietfahrräder, aber mehr die Roller, die dann quer liegen, wo die Anbieter natürlich immer sagen, das liegt an unseren Kunden und wir tun alles, um die Kunden darauf hinzuweisen. Letztlich ist es aber dann tatsächlich immer wieder ein Problem, sodass dann die Ordnungsämter und Polizei bei uns auch tatsächlich stärker eingreifen müssen. Haben wir auch gerade eine Diskussion in der Stadt bei all dem, was wir aus Verkehrsinfrastruktursicht machen können, ist natürlich der Bereich Kontrolle und Ahndung und Einhaltung der Regeln auch ein ganz wichtiger, wo wir noch nachlegen können in der Stadt. Wenn wir noch eine Folie weitergehen, sind noch ein paar weitere Regelungen zur Barrierefreiheit. Einige hatte ich genannt, Gehwegbreite hatte ich genannt, das Ausruhen auf zunehmend mehr Bänken oder Sitzgelegenheiten, auch, dass wir die Berücksichtigungspflicht hervorheben wollen, Blindenampeln stärker, allgemeine Sicherheit und Barrierefreiheit miteinander verschneiden, sind uns alles wichtige Anliegen. So, ich bin jetzt auch fast am Ende. Ich wollte noch mal auf ein paar zusätzliche Aspekte eingehen, die bei so einer Gesetzgebung natürlich auch wichtig sind. Auf der nächsten Folie, nämlich zunächst einmal Personalaufbau. Natürlich, wenn man so umfangreiche Veränderungen vorhat, das kann man mit einer relativ lange ausgehungerten Personal oder Verwaltung nicht gut machen. Berlin hat ja jahrzehntelang Austeritätspolitik, so aus den 90ern schon, immense Einsparungen, sodass es wirklich quietscht beim Personal. Wir haben jetzt in den letzten Jahren viel aufgebaut in der Verkehrsverwaltung, auch in anderen Verwaltungen. Aber bei dem, was wir vorhaben, braucht man natürlich noch mehr Personal, sowohl in der Hauptverwaltung im Land als auch bei den Bezirken. Wir haben eine Menge schon geschafft, haben eine neue Fußverkehrsgruppe bei uns eingerichtet mit 3 Personen, eine Koordinierungsstelle bei mir beim Staatssekretär eingerichtet für Rad und Fuß, haben für die Bezirke jetzt die Forderung, das ist jetzt gerade im Haushaltsverfahren, das endet jetzt nach der Wahl, erst nächstes Jahr, dass die Bezirke 2 Stellen bekommen für Fußverkehr. Für Radverkehr hatten wir das vor 3 Jahren durchsetzen können, dass jeder Bezirk 2 Radplanungsstellen erhält. Eben kurz erwähnt, hatte ich schon mal den Fußverkehrsplan, den wir jetzt ja in den nächsten Jahren erstellen wollen und Fußverkehrsnetze erstellen wollen, allgemeinen Standards festhalten, die allgemeine Verwaltungsvorschrift Geh- und Radwege, AVG und R, wie es immer so schön heißt, dann die neuen Arbeitshilfen an Baustellen, hatte ich eben erwähnt, die Leitlinien. Und wir machen auch weiter das Beteiligungsverfahren. Das endet jetzt nicht mit dem Gesetzgebungsverfahren, sondern wir haben ein Gremium über Fußverkehr, für den Fußverkehr auf Landesebene, das jetzt gerade eingerichtet wird und demnächst das erste Mal tagt. Das Abgeordnetenhaus muss die Zusammensetzung noch beschließen. Und auf Bezirksebene werden ähnliche Gremien eingerichtet, um verschiedene Themen, auch Fortentwicklung, immer regelmäßig mit besprechen zu können, dafür Lösungen zu finden, sind quasi so Beiräte. Damit wäre ich eigentlich auch am Ende und würde eigentlich nur noch 1, 2 Sätze des Fazits loswerden wollen, dass für uns, aber auch für mich, die Verankerung des Vorrangs des Fußverkehrs als Teil des Umweltverbunds wirklich einen wichtigen Aspekt darstellt für lebenswertere Städte und auch den motorisierten Individualverkehr ein bisschen zurückzudrängen. Und insgesamt ganz konkret bringt dieses Gesetz tatsächlich Verbesserungen für Komfort, für jeden Einzelnen, jede Einzelne, für die Verkehrssicherheit, für Barrierefreiheit und Aufenthaltsqualität. Und wer noch ein bisschen mehr Informationen haben will, kann hier unter berlin.de, Suche und Mobilitätsgesetz oder sogar unter diesem ganzen Link noch viel mehr Informationen finden. Und damit wäre ich erstmal durch. Lieber Markus, vielen Dank, dass ihr mir aufmerksam zugehört habt. Und gibt bestimmt noch ein bisschen Fragen, Diskussionen, vielleicht kritisches Feedback, vielleicht auch Dinge, die in Bayern oder bayerischen Städten vielleicht angegangen werden könnten. Ich stehe gerne bereit zur Diskussion.
Vielen herzlichen Dank, lieber Ingmar, für den kompakten und hochinformativen Input. Fand es wahnsinnig spannend und interessant. Mir drängen sich auch schon gleich ein Haufen Fragen auf. Ein oder zwei stelle ich vielleicht auch gleich. Will aber vorher noch erläutern, das habe ich eingangs vergessen, für alle Teilnehmenden zu erklären. Ihr habt in der rechten, ich nehme an, auf der rechten Seite auf eurem Bildschirm eine kleine Toolbox und da kann man Fragen reinschreiben. Und das wäre die richtige Stelle, wo ihr bitte eure Fragen formuliert. Und die Anais und ich werden die entsprechenden Fragen dann aufgreifen und vorlesen, sodass Ingmar sie gegebenenfalls beantworten kann. Also nur zu, schreibt gern nach Herzenslust hier eure Fragen rein. Wir haben Zeit bis kurz vor 7 und können dann noch das eine oder andere bestimmt beantworten. Dann wollte ich noch, habe ich gerade mal und in die Teilnehmerliste geschaut. Wir haben ein paar Leute, die ich auch begrüßen möchte, weil sie Verbände vertreten, die hier auch sehr, sehr gut zum Thema passen und sogar schon mit Logo allesamt hier eingeblendet waren, ganz am Anfang. Ich glaube, auf deiner zweiten Folie. Wir haben zum einen bei uns hier die Landesvorsitzenden des ADFC, des Fahrradclubs Bernadette Felsch, zum anderen das Vorstandsmitglied von Fuß e.V., Paul Pickelbacher, der zugleich auch Stadtrat in München ist. Und wir haben die Herren Altenberg und Bolzfuß vom Vorstand, Landesvorstand des VCD hier herzlich willkommen. Vielleicht habe ich auch noch jemanden übersehen jetzt gerade, dann bitte um Nachsicht. Ich habe nur mal einmal kurz durchgeschaut. Eine Frage, die sich mir gestellt hat, Ingmar, bei deinem Vortrag, du hast einmal diesen durchgezogenen Gehweg gezeigt, der die Straße, die einmündende Straße an der Tegeleinmündung sozusagen unterbricht. Das habe ich auch auf Reisen schon in anderen Ländern gesehen, aber noch so gut wie nie bei uns und ganz bestimmt nicht in Bayern. Eine Frage, ist denn das überhaupt kompatibel zur Straßenverkehrsordnung? Denn die macht uns ja doch immer wieder oder legt uns enge Grenzen und Handschellen an bei dem, wie wir den, bei Aspekten, wie wir den Straßenraum ausgestalten wollen. Wir entstummen. Ja, gute Frage. Die Straßenverkehrsordnung ist ja auch viele Jahrzehnte so gewachsen, dass sie dem Autoverkehr möglichst keine Steine in den Weg legt. Zum Glück sind diese Regelungen aber StVO-konform. Da sind wir nicht im Widerspruch zur Bundesregelung, was uns sehr freut, dass man da den Spielraum hat. Weil Verkehrssicherheit, das kann auch stärker werden. Wir als Berlin zum Beispiel stellen regelmäßig Anträge, dass die Verkehrssicherheit eine stärkere Rolle spielt bei der StVO, hat trotzdem eine gewisse Bedeutung und passt. Also das geht, kann man machen. So, was man zum Beispiel nicht machen kann, passt auch ein bisschen zur Verkehrssicherheit, ist vielleicht ein Deckentempo 30. Da kämpfen wir in Berlin auch schon lange für auf Bundesebene. Vielleicht gibt es nach der Landtagswahl, nach der Bundestagswahl dann ja auch andere Möglichkeiten. Wer weiß. Witzigerweise hat in dem Moment, wo ich die Frage gestellt habe, dieselbe Frage auch der Paul Pickelbacher gestellt. Lieber Paul, wir verstehen uns. Wir arbeiten ja auch schon seit vielen Jahren eng zusammen. War genau die gleiche Frage. Paul, wenn es für dich auch beantwortet ist, dann ist es gut. Ansonsten stelle gerne eine Zusatzfrage. Ich hätte noch eine zweite Frage, bevor wir dann auf die weiteren Publikumsfragen eingehen. Du hast erwähnt, dass Berlin erstaunlich wenig Fußgängerzonen hat. Weniger als Finger an einer Hand, hast du gesagt. Ist die Fußgängerzone denn auch noch so das aktuelle Nonplusultra, das man sich wünscht? Oder denkt ihr nicht auch möglicherweise eher in Richtung gemischter Verkehre, die gleichwohl allerdings für die zu Fuß gehenden Sicherheit und Komfort bieten? Also wir in Süddeutschland oder in Südbayern, muss ich sagen, erleben halt oft bei Tagesausflügen, Urlaubsreisen oder Urlaubsfahrten in Österreich, in der Schweiz, dieses Modell der Begegnungszone, was dort sehr gut eingeführt ist. Nicht jede ist ideal gestaltet, aber im Großen und Ganzen funktioniert das so sehr gut. Auch keine Unfälle mehr und insgesamt eine starke Belebung des öffentlichen Raums, gerade in Ortszentren, Geschäftsstraßen und Ähnlichem. Wohingegen wir zum Beispiel jetzt in München die sowieso viel zu kleine zentrale Fußgängerzone erweitert haben um einen weiteren Seitenast, die Sendlinger Straße, was sehr, sehr schön ist und sehr wohltuend ist natürlich für die Stadt, dass es jetzt endlich nicht mehr zugeparkt ist, aber gleichzeitig ist es halt schade, wenn die Radfahrenden dann da ausgebremst sind und nicht eine, solange keine Parallelroute eine adäquate da ist. Wie siehst du das? Ja, danke. Gute Frage. Ich will mal damit anfangen. Es gibt da keine klare Präferenz in der Stadtgesellschaft. Wir sind gerade in einer Phase, wo wir verschiedene Dinge gerne austesten, ausprobieren. Verkehrsversuch heißt es ja auch nach StVO. Haben damit begonnen in der Friedrichstraße, die ja weltbekannt ist. Die
schmale Straße ist mit 4 Autospuren, also 2 in jede Richtung, ohne Radweg und mit vielen Geschäften, auch edlen Geschäften. Und die Geschäfte sind in den letzten Jahren, haben sehr gedarbt, die Geschäftsstraße hat gelitten. Und es war klar, irgendwas muss mit der Straße passieren. Haben uns mit den Geschäftsleuten zusammengesetzt, die aber anfangs nicht sehr überzeugt waren. Gesagt, Leute, wir machen jetzt mal einen Verkehrsversuch, machen mal die Straße zu, machen Aufenthaltsqualität, ziehen aber auch einen Radweg rein. Was auch kontrovers diskutiert wurde, immer noch kontrovers diskutiert wird. Nehmen eine Tempobegrenzung für Radfahrende, nämlich Tempo 20, an die sich die meisten auch halten. Die Polizei hat sogar auch mal Tempokontrollen gemacht, kaum Überschreitungen da. Auch zum Glück noch keinen Unfall mit Fuß zu Fuß gehenden. Aber insofern, das ist nicht eine reine Fußgängerzone. Wird aber von vielen Leuten in der Stadt echt sehr positiv gesehen, weil es mal ein neues Konzept ist, was du eben sagtest, Markus. Ne? Ist das überhaupt noch State of the Art in Anführungszeichen? Will man überhaupt noch reine Fußgängerzonen oder eher Mischflächen mit Sitzen, mit, man darf auch mit Scootern oder Fahrrädern durchfahren, muss sich aber natürlich an Rücksichtsmaßnahmen und Gebote halten, selbstverständlich. Das funktioniert ganz gut. Der Versuch beginnt jetzt eigentlich erst so richtig, weil wir haben ihn vor 1,5 Jahren gestartet, so in der Winterzeit mit Wintergeschäft. Dann kam Corona und jetzt so langsam können wir irgendwie mal normale Situationen wieder darstellen. Es haben sich auch ein paar neue Gastronomen schon angesiedelt. Insofern lebt die Stadt, die Straße auch wieder auf. Das ist so ein Modell. Wir haben an verschiedenen anderen Stellen auch diese Begegnungsstraßen mal eingeführt. Kam auch wegen der Möblierung teilweise gemischt nur an, weil man da hier und da vielleicht gespart hat oder nicht ganz zu Ende gedacht oder so. Aber wir probieren verschiedene Dinge aus. Und es gibt auch mit Kudamm und Tauentzien, also die große Geschäftsstraße im Westen, auch die renommierte, sogar aus der Geschäftswelt den Ansatz, die Verkehrs zu beruhigen. Die ist auch 4-spurig plus 2 Busspuren. Und da entweder den Verkehr komplett rauszunehmen, den motorisierten Verkehr, oder eben zu reduzieren, oft nur noch eine Fahrspur oder Einbahnstraßenrichtung oder Ähnliches. Also viele Konzepte sind da im Moment möglich und in den nächsten Jahren wird es sicherlich noch einiges geben bei uns. Auch Plätze, Spielstraßen, die Bezirke sind ganz aktiv bei Einrichtung von Spielstraßen. Und diese Kiezblocks, sprich größere Straßenzüge oder 2, 3 Blöcke zusammen, die einfach sich in Richtung Verkehrsberuhigung auch, nicht voll ohne Autos entwickeln, Fahrradstraßen, das entwickelt sich von Jahr zu Jahr stärker. Vielen Dank, Ingmar. Direkt anschließend passt vielleicht eine weitere Frage, die Paul Pickelbacher von Fuß e.V. hier reingeschrieben hat. Und zwar, du hast ja gerade schon einzelne Straßen genannt. Er fragt konkret nach der Bergmannstraße. Das ist, glaube ich, Neukölln, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Er schreibt jedenfalls hier. Kreuzberg. Ah, Kreuzberg. Okay. Wie hat sich denn die Bergmannstraße weiterentwickelt? Setzt Berlin noch Parklets ein? Muss man vielleicht kurz erläutern, schreibt Paul. Ja, genau. Das Parklet an sich ist ein Stadtmöbel, das einen Parkplatz ersetzt, auf dem man sitzen kann, sich amüsieren kann, mit mehreren Leuten Skat spielen oder sind auch manchmal nur Blumen drauf oder so ein Fahrradabstellplatz. Kann verschiedene Dinge einnehmen, aber es nimmt einen Autoparkplatz weg. In aller Regel ist es aber zum Sitzen und Aufenthalten gedacht. Die sind dort in der Bergmannstraße mit als einer der ersten in Berlin errichtet worden, auch umstritten. Zum einen, weil sie Parkplätze wegnehmen, zum zweiten, weil sie schrill gelb waren, zum dritten, der Versuch begann im November, schlechte Zeit, um auch draußen sitzen auszuprobieren. Und zum vierten, weil es auch eine Menge Leute gibt, die einfach sagen, Parkplätze sind für Autos da und für nichts anderes. Auch in Kreuzberg, also wählen nicht 100% grün, sondern 40 oder 45, ich weiß es gar nicht so genau. Also insofern ist das in der Bergmannstraße gestartet worden, umstritten, sogar mit einem Ratsbeschluss sollte der Versuch dann beendet werden, war auch ein Verkehrsversuch. Mit dem Ergebnis jetzt aber, dass sich die Bezirksbürgermeisterin und auch der Bezirk an sich mit der Ratsmehrheit gesagt hat, wir wollen die Bergstraße, Bergmann, jetzt fällt mir gerade der Name an. Bergmannstraße. Genau, Bergmannstraße, ich habe gerade überlegen, welche heißt denn richtig? Genau, Bergmannstraße, auch Richtung fußgängerfreundlich, verkehrsberuhigt entwickeln, die Maßnahmen sind gerade im Gange. Und wer jetzt im halben Jahr wahrscheinlich nach Berlin kommt, wird die Straße, glaube ich, nicht wiedererkennen. Aber der Bezirk ist gerade am Umbauen. Gut, vielen Dank. Dann haben wir hier eine sehr technische, aber gleichwohl sehr interessante Frage
von der Verkehrsreferentin unserer Stadtratsfraktion in München. Sie fragt nach den Gehgeschwindigkeiten bei der Einrichtung der Lichtsignalanlagen, also der Ampeln, und fragt, ob das die Festlegung dieser Gehgeschwindigkeiten eine Landeskompetenz ist, oder ob die Kommunen das selber regeln können, weil das zum Hintergrund in Bayern ist es immer ein Problem, wenn was auf Landesebene geregelt werden muss und Fußgänger oder Fahrrad oder ÖPNV freundlich sein soll, dann passiert es halt in der Regel nicht. Und wenn es dagegen die Kommunen selber regeln können, ist das für uns sehr hilfreich, zumindest in der grün regierten Landeshauptstadt München. Und sie fragt noch dazu, wie läuft die Umstellung der Signalisierungen Ampel für Ampel auf einen Schlag oder Straßenzug, grüne Welle etc.? Okay, anfangen würde ich mal mit der Geschwindigkeit. Es ist keine gesetzliche Vorgabe. Das ist eine dieser Richtlinien mit diesen vier Buchstaben Rast oder sonst wie. Ich könnte es im Moment gar nicht genau sagen, würde ich schnell wieder finden, die eher nur Richtlinien sind, an die sich die Länder und Kommunen halten sollen. Aber man kann darüber hinausgehen. Und das haben wir als Berlin eben gemacht. Und das kann auch nach meinem Verständnis, kann man auch mit den Juristen nochmal checken, aber ist so mein Verständnis, kann jede Kommune machen in Deutschland. Es ist zwar eine Regel, aber man muss sich danach nicht unbedingt richten, weil es keine gesetzliche Vorgabe ist. Der Umbauablauf ist zum einen da, wo man sowieso gerade an Kreuzungen was verändert oder neue Kreuzungen, neue Wohnbaugebiete macht, da wird das sowieso als Standard eingeführt. Das Nachrüsten, da haben wir ein bestimmtes Budget dafür im Landeshaushalt, das echt deutlich höher sein müsste, um zum Beispiel in 10 Jahren komplett umgerüstet zu haben. Deswegen wird es immer nur an verschiedenen Straßen gemacht, pro Bezirk, Straßenzüge manchmal, genau. Aber auch Kreuzungen, wo man gerade mal sowieso die Ampel verändern will oder muss, weil irgendwas nicht stimmt oder weil auch ein Unfall war, wo man festgestellt hat, die Abbiegesituation ist verkehrsunsicher. Deswegen, also es gibt keinen geregelten Plan, aber wir haben regelmäßig Geld und für die Umbauten, die werden auch alle abgerufen, immer die Gelder, und es sind viel zu wenig drin. Wir kämpfen jedes Jahr dafür, mehr Geld zu bekommen, aber es wird leider nicht so in Riesensprüngen mehr. Hoffentlich in den nächsten Jahren dann doch mehr. Gut, vielen Dank auch für diese Antwort und für die Frage natürlich auch. Dann habe ich noch eine Frage zu den Beteiligungsgremien, die du erwähnt hast, Land und Bezirk. Du hast bereits kurz skizziert, in ein paar Worten, was die denn machen sollen. Wie fest sind die denn institutionalisiert und wann werden die denn zu Rate gezogen? Ist es dann nur bei Bedarf, wenn bestimmte Verkehrsplanungen sind, wenn ein Straßenlayout geändert werden soll oder tagen die regelmäßig? Können die irgendwie Anträge stellen oder wie kann man sich denn das vorstellen? Ja, es ist nicht so stark geregelt. Es ist aber so ein generelles Verständnis, dass sie regelmäßig tagen. Dann kann man natürlich sagen, was ist regelmäßig? Ich glaube, in einem progressiven Bezirk wird er vielleicht 4 bis 8 Mal im Jahr tagen. In einem nicht so fuß- oder radverkehrsorientierten Bezirk einmal vielleicht oder zweimal. Anlassbezogen würde ich auf jeden Fall sagen, findet auch statt bei Radverkehr zum Beispiel, manchmal ganz konkret. Hierzu laden wir jetzt mal den Radverkehrsrat Tempelhof ein zum Umgestaltung des Tempelhofer Damms zum Beispiel. Das findet auch statt. Also da ist relativ viel Flexibilität möglich. Ist, glaube ich, auch ganz gut, das nicht zu so stark zu regulieren. Und wenn dann einfach auch irgendwann mal klar wird, der eine Bezirk ist progressiver, der andere nicht so, dann kann man ja entsprechend auch im demokratischen System dafür kämpfen, dass man A, Druck aufbaut auf die jeweiligen Regierenden im Bezirk, sagen, hier müsste aber öfter sein, oder es geht eben so weit, dass bei den Wahlen das nächste Mal sich was verändert. Das ist so das Berliner Prinzip. So, und da wollen wir von Landesebene auch nicht ganz genau vorgeben, wie oft die sich in den Bezirken zu treffen haben. Wir von Landesebene berufen die 3 bis 4 Mal im Jahr ein, zu einem Nachmittag, so 4 Stunden jeweils zu verschiedenen Themen, was, glaube ich, als angemessen angesehen wird. Super, vielen Dank. Jetzt kommt noch eine Nachfrage zu den Lichtsignalanlagen und den Ampelzeiten und den Gehgeschwindigkeiten. Insofern springen wir da gerne vielleicht nochmal eins zurück. Die Frage ist, gilt das auch für Bundesstraßen, dass die Kommune da mehr machen kann? Ich weiß nicht, wie das in Berlin ist, ob die Stadt da komplett selbsttätig entscheiden kann, wie es an den Bundesstraßen ist. In Bayern ist es nach Einwohnerzahl gestaffelt.
Je kleiner der Ort, desto weniger Mitsprachemöglichkeit hat er an den übergeordneten klassifizierten Straßen. Zuständig sind nämlich dann da die Straßenbauämter. Also wie gesagt, das ist abhängig von der Einwohnerzahl der Kommune. Und ja, mit abnehmender Einwohnerzahl schrumpfen die Möglichkeiten mitzureden mit den staatlichen Bauämtern. Wie ist das bei euch? Gut, da habe ich natürlich den Vorteil, aber auch den Nachteil, dass ich das gar nicht so genau beurteilen kann, wie sich das in einem Flächenland verhalten würde. In Berlin ist es so, dass die Bundesstraßen dort in städtischer Verantwortung und Zuständigkeit sind, die Regelung auf der Bundesstraße, da wo richtig Wohnbebauung ist. Aber da, wo an den Stadträten hat oder auch zwischendurch mal irgendwie ein Stück Wald ist oder sowas, da ist dann der Bund zuständig. Insofern würde ich schon sagen, überall da, wo Ampeln sind, ist fast alles städtische Regulierung dann. Das mag in einem Flächenland aber sicherlich anders sein. Das kann ich allerdings gar nicht so genau beurteilen. So. Ich finde aber, egal ob der Bund zuständig ist oder nicht, oder das Land oder die Kommune, die Initiative sollte man in jedem Fall ergreifen. Und den möchte ich mal sehen, der sagt, nee, da sollen die Fußgänger aber schnell mal husch husch machen, damit das nächste Auto schnell wieder vorbeikommt. Die Zeiten sind hoffentlich auch in Bayern langsam vorbei, dass das Auto so eine starke Stellung Oder da hast du eine sehr, sehr positive Einschätzung der hat. bayerischen Verkehrspolitik. Also, was ich da so von der Staatsregierung oder aus dem Verkehrsministerium höre, ist da wenig entgegenkommen. Wir haben da auch immer wieder mal Petitionen im Verkehrsausschuss, die in solche Richtungen zielen und werden in der Regel abschlägig erteilt. Denn da gilt dann, wird bei uns die STVO, die autofreundliche STVO noch besonders autofreundlich ausgelegt, dass es ist nur Gefahrenabwehr und das Ziel ist die Leichtigkeit des motorisierten Verkehrs. Er wird bei uns regelmäßig gesagt. Das werden wir hoffentlich ab Herbst ändern können, wenn Das wir hoffe grüner ich Verantwortung auf auch. Bundesebene sind. Und Ja, brauchen genau. aber auch die Länder wieder dazu als Ländermehrheit, ne? Darf Genau, man nicht vergessen. es ist ja auch oft die kuriose Situation, dass Kommunen Zuständigkeit, wo sie keine staatlichen Bauämter in Bayern brauchen, handeln möchten, zum Beispiel Tempo-30-Zonen ausweisen oder Zebrastreifen installieren oder ähnliches und eigentlich immer so rechtlich auf wackeligem Boden stehen, was sie können, was sie nicht können, weil die STVO das halt nicht wirklich hergibt. Da steht ja dieser dumme Satz drin, dass Verkehrszeichen nur dort aufzustellen sind, wo es unverzichtbar ist. Und keine andere Lösung gibt. Naja. Wenn du flächendeckend Tempo 30 hast, hast du auch weniger Verkehrsschilder. Also man kann es auch so rumdrehen, ne? Ja, genau. Das Material sparen. Ja, genau. Genau. Ich hätte noch eine Frage zu dem Mobilitätsbeirat, den du ganz am Anfang erwähnt hast. Du hast gesagt, der hat so 8, 9 Mal getagt und der war sozusagen so, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so ein bisschen das Brainstorming und das Sammeln dessen, was alles in das Mobilitätsgesetz oder in den Fußverkehrsteil zum Mobilitätsgesetz hinein soll. Und ja, du hast dann die 10 Eckpunkte uns ja auch dankenswerterweise in die Präsentation gegeben. Aber gibt es aus dieser Sammlung möglicherweise noch mehr Material, was andere nutzen können? Oder sind es tatsächlich diese 10 Eckpunkte, die da im Wesentlichen herausgekommen sind? Ja, das war das Wesentliche in der Tat. Natürlich haben die viel mehr produziert, aber letztlich arbeiten die auch auf ein gemeinsames Ziel hin, sich zu fokussieren, zusammenzufassen. Das waren dann die Kernergebnisse. Zusatzaspekt, der Mobilitätsbeirat, der arbeitet auch ständig weiter. Den haben wir auch jedes Jahr mehrere Male, tagt er zu verschiedensten Aspekten, auch Zukunftsaspekten im Verkehr. Dessen Arbeit ist jetzt nicht beendet, jetzt wo das Mobilitätsgesetz quasi beendet ist, wobei es ist ja auch noch gar nicht beendet. Wir haben gerade nochmal den weiteren Abschnitt zu Wirtschaftsverkehr im Parlament gerade und auch zu neuer Mobilität, was von Sharing über E-Scooter, aber bis hin zu Parkraum, Bewirtschaftung und Überwachung und so geht. Und Daten, wie geht man mit Daten um? Und da wird uns der Mobilitätsbeirat weiter beraten, hat er auch gemacht und auch in der Zukunft noch bei der weiteren Umsetzung. Und es ist, die Verkehrswende ist halt kein Projekt, das man einmal anstößt und in 3 Jahren ist es fertig. Kopenhagen und Amsterdam haben, glaube ich, 30 Jahre gebraucht. Wir haben uns 10 Jahre vorgenommen, was sehr ambitioniert ist, aber man sieht schon einiges und es wird noch mehr. Genau, und wenn der Bund dann ab Herbst noch entsprechende Rahmenbedingungen vorgibt, das vielleicht ein bisschen erleichtern, dann wäre das ja sicherlich auch sehr beschleunigend. An unser Auditorium die letzte Möglichkeit, noch Fragen einzugeben. Bitte jetzt, dann würden wir die gleich noch dran nehmen. Anna ist. Ja, ich hätte auch noch eine Frage, die in der engen Stadt München immer wieder aufkommt. Das sind sozusagen zwei Teilfragen. Und das eine ist, dass es ja sehr gut ist, wenn man so eine Mindestbreite für Fußwege festlegt.
die ja auch für Radwege festgelegt sind. Was macht man aber, wenn der Platz nicht reicht, um sozusagen so das zu planen, dass letztendlich alle Verkehrsteilnehmer mit Mindestbreite untergebracht sind, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Und daraus ergibt sich so ein bisschen die Frage, die ja auch so eine Grundsatzfrage ist, Abtrennung sozusagen der Verkehrsbereiche für Fußgängerinnen und Radfahrerinnen und motorisiertem Verkehr oder eben wie das jetzt Balkanstraße ist mit der sogenannten Begegnungszone, diese gemeinsame Nutzung. Also wie geht Berlin da mit diesen Fragen um, wo es doch dann im Detail manchmal eben nicht geht, dass man sozusagen alle ideal in der Breite reinplanen kann und was gibt es da für Lösungen? Ich frage auch mit dem Hintergrund, dass immer ganz gerne gegen sozusagen Verkehrswende und viel Platz fürs Rad speziell natürlich argumentiert wird mit dem Fußverkehr, der eingeschränkt wird oder dem öffentlichen Nahverkehr, der eingeschränkt wird. Und deswegen würde mich das interessieren, wenn man da gerade schon in Berlin dabei ist, was da für Lösungen bereitstehen, wenn solche Probleme auftauchen, sozusagen in der konkreten Planung. Ja, total gute Frage, weil der Konflikt, der taucht eigentlich fast täglich auf. Und allein gestern Abend schon wieder Schönhauser Allee, wichtige Straße im Osten bei uns, Prenzlauer Berg, wo seit Jahren wir versuchen, eine radfahrfreundliche Lösung hinzubekommen. Da ist der Platz auch relativ beengt. Eine Straßenbahn, zwei Fahrspuren, eine Parkspur, dann relativ schmaler Radweg auf dem Bordsteig und dann eben noch ein teilweise schmaler, teilweise angenehm breiter Gehweg. Die Grundlösung gibt es, glaube ich, nicht. Man muss immer im Einzelfall gucken. Aber das Portfolio, aus dem wir uns dann bedienen, ist, dass wir immer mal gucken, von außen nach innen, also wer sind die Schutzbedürftigsten? Das sind so Fußgehende und Radfahrende. Für die muss natürlich erstmal gesorgt werden. Dann ist eine Straße natürlich nicht automatisch eine Autostraße. Es kann auch mal eine Straße ohne Autos sein oder mit Einbahnstraße. Müssen dann auch zwei oder drei Spuren in die Richtung sein oder reichen auch mal ein oder zwei Spuren. Wir gehen auch davon aus, dass der Autoverkehr sich durch die neue Verkehrspolitik auch perspektivisch verringert, sodass man die vielen Spuren vielleicht gar nicht mehr braucht. An manchen Stellen nehmen wir auch dann den Parkstreifen weg und lassen wenige Plätze für Lieferverkehr, die man natürlich braucht, oder legen an Seitenstraßen, wenn sie relativ häufig kommen, an der Hauptstraße, dort die Lieferzonen an, sodass die Wege zu den Geschäften nicht so weit sind. Aber klassisch ist natürlich schon auch immer der Konflikt, wie breit sollen die Wege sein. Wir haben in Berlin relativ viele breite Straßen, aber nicht überall. Wollen aber auch, weil der Radverkehr geboomt hat in den letzten Jahren, dem Radverkehr mehr Breite geben. Das heißt, das Mindestmaß für Radwege wird 2,30 Meter sein ab jetzt oder ab in einigen Wochen, wenn wir den Radverkehrsplan verabschiedet haben. Auf dem Vorrangnetz sogar 2,50 Meter. Plus Sicherheitsstreifen, wenn du Protektion hast auf der Straße und der Radweg, der Gehweg, hatte ich ja eben gesagt, mindestens 2,50, besser mehr, dann muss die Straße auch schon eine Breite haben. Oder aber, wenn man ist in Nebenstraßen, Tempo 30, dann brauchst du keinen separaten Radweg mehr und schaust dann einfach, ob der Autoverkehr hinter der Straßenbahn fahren muss, an manchen Straßen oder auf derselben Straße wie die Straßenbahn, auf dem Gleisbett sozusagen, oder halt eine Spurverringerung. Verschiedenste Maßnahmen, kein Parademittel und immer wieder spannende Diskussionen. Die spannendste ist eigentlich immer, wenn Parkplätze weggenommen werden. Und das zweitspannendste ist, wenn sie weg sind, fällt es niemandem so richtig auf. Das ist phänomenal. Es gibt nämlich so viel leerstehende Parkhäuser bei uns und es gibt dann doch immer wieder Menschen, die sagen so, ja, wir brauchen das Auto ja doch nicht, jetzt kannst du auch mal weg. Und man findet doch noch irgendwo anders einen Parkplatz. Das ist schon interessant. So, am Tempelhofer Damm haben wir jetzt 200 Parkplätze vor ein paar Wochen weggenommen durch eine neue Busradspur. Und man vermisst sie wirklich. Man weiß auch nicht, wo die Autos sind. Also, das ist schon phänomenal. Sehr schön. Das macht doch wirklich Mut, auch bei uns weiter dran zu bleiben und für die Verkehrswende auch innerorts und für eine höhere Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum einzutreten und uns zu streiten. Wir werden jetzt von der Bayerischen Landtagsfraktion der Grünen aus uns erstmal auf den Weg machen für einen Gesetzentwurf zum Radgesetz. Bewusst nicht kein umfassendes Mobilitätsgesetz, weil das Radgesetz einfach leichter zu erklären ist und vielleicht mal so der Einstieg ist. Und sollte wieder der Fall eintreten, dass die Staatsregierung nicht sofort begeistert aufspringt und das in Kraft setzt, möglicherweise sein könnte,
Da muss man halt dann, wenn wir ab 2023 in Bayern regieren, wie du vorher schon gesagt hast, nach der nächsten Landtagswahl, dann den großen Wurf machen für ein Mobilitätsgesetz, das dann die verschiedenen Aspekte beinhaltet, so wie ihr das ja auch vorgemacht habt. Da können wir dann, kommen wir nochmal auf euch zu. Fragen sind Ja. keine weiteren hereingekommen. Doch, Anais. Die zu den Zebrastreifen habe ich die überhört, mit den Vorgaben des Bundes zu Zebrastreifen nochmal von Paul Bickelbacher. Das Wie habe ich geht Berlin mit übersehen. den strengen Vorgaben des Bundes zu Zebrastreifen um? Kam hier noch rein. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so genau, welche strengen Vorgaben gemeint sind. Kann man noch vielleicht nachjustieren in der Frage? Ich sehe Der den Paul Text, kann muss ja, es vorlesen. der Paul Oder kann ja, jemand das meldet war sich schon zu Wort. vorgelesen. Paul kann ja vielleicht noch einen erklärenden Zusatz tippen. All dieweil hätte ich meine allerletzte Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Haben sich denn schon Nachahmer interessiert, sei es in den anderen Stadtstaaten oder auch in anderen Bundesländern? Ist da schon was im Gange? Ja, also Brandenburg ist auf dem Weg für ein Mobilitätsgesetz aus Sachsen-Anhalt. Die Grünen haben es in der Planung. Mal sehen, ob sie in die Regierung kommen. Die Koalitionsverhandlungen laufen ja gerade an. Es gibt schon einige, in der Tat. So, und ich finde es auch klasse, dass ihr einen Radverkehrsteil sozusagen voranzieht, weil das sicherlich auch ein ganz wichtiger Teil ist in Bayern oder für Bayern. Gibt eine Menge Nachahmer und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir nicht viele, möglichst viele Nachahmerinnen und Nachahmer finden, damit die Verkehrspolitik insgesamt in Deutschland menschenfreundlicher und lebenswerter gestaltet wird. Gut, dann können wir jetzt aber nochmal Paul Bickelbachers Frage aufgreifen, denn er hat eine Ergänzung dazu geschrieben. Jetzt verstehe ich auch, was er meint. Er fragt nach Zebrastreifen und wie er damit umgeht, dass vom Bund ja gefordert ist, dass es Mindest- und Maximalmengen an Pkw-Verkehr geben muss in der Straße, um den Zebrastreifen zu ermöglichen. Also für alle, ja, auch die Zuhörenden, ist es so, wenn eine Kommune einen Zebrastreifen über eine kommunale Straße einrichten will, dann müssen mindestens so und so viele Autos auf der Straße gezählt werden zu den Spitzenzeiten, aber umgekehrt auch nicht mehr als ein anderer Wert. Man muss sich also in einem bestimmten Korridor bewegen, sonst ja, ist man rechtlich wieder auf zu dünnem Eis und das ist nicht rechtlich nicht zulässig. Wie geht ihr damit um? Da halten wir uns natürlich streng am Bundesrecht und können da auch nicht aus diesem Korridor raus. Ist so. Okay. Auch deswegen brauchen wir eine Parteienveränderung auf Bundesebene. Genau. Und damit wären wir bei meiner Abschlussfrage. Ingmar, was wünschst du dir am dringlichsten von einer grünen Regierungsbeteiligung? Ich Ich bin würde für das. mir ein Bundesmobilitätsgesetz mit einer gründlich renovierten Straßenverkehrsordnung wünschen, die dem Umweltverbund den Vorrang gibt. Super, sind wir schon mindestens zwei. Hervorragend. Sehr gut. Gut, lieber Ingmar, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich für den tollen Input, die gute Präsentation, die wir an alle Angemeldeten versenden dürfen und online stellen dürfen, nehme ich mal an. Wir Ja. haben ja auch aufgezeichnet, werden auch das auf meine Website geben und bewerben. Da wird sicherlich noch viele interessierte Zuseherinnen und Zuseher finden. Und danke auch für die Diskussion und die vielen spezifischen Fragen, die du hervorragend beantwortet hast, war für uns wahnsinnig interessant und lehrreich. Ich darf zum Schluss noch hinweisen auf die nächsten zwei Webinarangebote unserer langen Reihe. Das sind dann vor der Sommerpause auch die letzten. Wir haben diesen Freitag einen Gast aus Wien, nämlich die Fußverkehrsbeauftragte der Stadt Wien, Petra Jens, die uns im Rahmen des Nachhaltigkeitstags, den unsere Grüne Landtagsfraktion am Freitag veranstaltet, zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr, ist nicht ganz so arbeitnehmerinnenfreundlich, aber es ist halt eine ganztägige Konferenz und da findet das eben zwischen 11:05 Uhr und 12:30 Uhr statt. Da referiert Petra Jens zum Thema dem zu Fuß gehen, Beine machen vom Geheimnis lebenswerter Kommunen. Ich kenne Petra Jens sehr gut, war auch erst neulich zu Fuß selbstverständlich spazieren durch einen langen Spaziergang in Wien, wo sie mir ganz viele Sachen gezeigt hat, zum Beispiel Schulstraßen, wie in Wien die Situation der Elterntaxis entschärft wird, indem zu den Zeiten zwischen 7 und 8 in der Früh einfach die Straße zur Schule gesperrt wird. Sehr interessante Sache. Solche und weitere Dinge wird sie uns erzählen. TeilnehmerInnen herzlich willkommen. Und das letzte Webinar dann vor der Sommerpause wird
heute in einer Woche zur selben Zeit, 18 Uhr am 22.06. sein mit dem VCD. Das werden Katharina Klaas und Alexander Kaas vom VCD-Bundesverband da sein und referieren zum Thema soziale Verkehrswende. Wie hilft die Verkehrswende allen? Wäre schön, wenn Sie und ihr wieder alle dabei seid. Nochmals vielen, vielen Dank an alle Gäste, die trotz des wahnsinnig tollen Wetters hier da waren. Jetzt aber ab zum Fußball oder Public Viewing oder zum Biergarten oder wohin auch immer. Dir, lieber